Herzlich willkommen bei girlsandgames.de. Ich bin Miri. Und ich bin Susanne. Und wir spielen heute für euch das Game of the Day, Mädchen auf Reisen. Ja, hier sieht man schon das erste Bild von den zwei, die man ausmalen kann. Genau, es ist nämlich ein Malspiel. Und das andere Motiv, also einmal befinden sich die Mädels am Strand und das andere... ist, glaube ich, China oder Japan. Ja, oder vielleicht einfach in ihrem Hotelzimmer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht es ein bisschen asiatisch aus. Ne? Genau. ja, wir gehen mal zurück und dann erklären wir erstmal die grundlegenden Dinge und fangen mal hier unten an. Hier findet ihr eure Farbpalette, wo ihr dann die jeweiligen Farben auswählen könnt. Und hier könnt ihr den Sound ausschalten, falls ihr euch irgendwann nervt oder ihr lieber Ruhe beim Malen braucht. Und hier oben gibt es auch nochmal sehr viele nützliche Buttons, mit denen man hier zum Beispiel auch zwischen den Bildern wechseln kann. Hier könnte man, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Farbe anklicke und das ausmal, könnte ich hier drauf gehen und dann löscht er alles, was ich davor gemacht habe. Dann könnte man theoretisch von vorne nochmal anfangen. Genau. Und hier, das ist der Bereichfüllen-Button, wo man halt verschiedene Bereiche füllen kann. So, dann klicke ich mal hier oben wieder, dass alles weggeht. Und mit diesem Stift kann man hier so direkt reinzeichnen und ausmalen. Wer lieber mit der Maus also ausmalt, anstatt halt Bereiche füllt. Ne? Oder mit einem etwas dickeren Pinsel. Und hier kann man auch den Radiergummi benutzen, falls man sich mal vermalt hat. Kann man das alles wieder wegmachen und man muss nicht das komplette Bild gleich wieder löschen. So, dann gehe ich jetzt aber hier nochmal das alles, dass wir von Anfang an anfangen, genau. Und welches Bild wollen wir denn nehmen, Susanne? Ich bin für das Strandbild. Das Strandbild, also kein chinesisches Hotelzimmer. Nein. Oder asiatisches? Wir haben jetzt so schlechtes Wetter, wir müssen an den Strand. Okay, stimmt, da hast du recht. Dann begrüßen uns hier die Mädels am Strand in ihren sexy Bikinis. Mhm. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen vielleicht dieses Bereich füllen, weil das auch am schnellsten geht und das andere, da bräuchten wir jetzt Stunden, bis wir das ausgemalt haben. Also wenn man Zeit hat, kann man das natürlich machen, aber wir haben nicht so viel Zeit, ne? Und deswegen nehmen wir jetzt die schnelle Variante. Und mit was wollen wir anfangen? Wollen wir erstmal mit dem Strand im Hintergrund so ein bisschen? Ja, normalerweise erst den Hintergrund. Also das hier wird wahrscheinlich hier Sand sein, ne? Dann werde ich mal eine gelbe Farbe. Ja, vielleicht so ein hellgelb. Ja. So in der Karibik oder so. Wäre ja ganz schön, wenn die da wäre. Oder schwarz. Also. In Hawaii gibt es ja schwarze Strände. Auf den Kanaren gibt es das auch. Also dunkelbraune Strände. Ja, dann hier das Meer in Türkis, oder? Nee, was ist das? Hellblau, doch Türkis. Wollen wir das einfach mal nehmen? Aber wir brauchen noch Hellblau für den Himmel. Also so können wir ein anderes nehmen. Ja. Guck mal, da gibt es ja noch hier so. Ach, das stimmt, das ist das sehr himmlisch. Oh, oder müssen wir aber doch, glaube ich, eine andere Meerfarbe nehmen. Das unterscheidet sich sonst kaum. Ja, ich find die türkisen Töne, also die, wo wir eher grün sind. Der hier. Für Meer eigentlich nicht schlecht. Das? Wie findest du das? Ja, ich glaube, das andere wäre zu dunkel. Das ist ganz schön, gell? Ja. Okay, dann, ach, die Sonne. Ja, da oben haben wir natürlich vergessen. Ja, den können wir auch blau machen. Die wird auch blau, klar. Weil auch alle sonnenblau sind, natürlich gelb. So, dann welche Haarfarben wollen wir denn den Mädels verpassen? Wenn wir das machen, eine blond, eine brünett, eine schwarzhaarig. Ja, finde ich auch. Dann würde ich vorschlagen, die hier vielleicht blond. Mhm. Oder gelb. Ja, ist immer schwer mit den Haarfarben, dass die realistisch aussehen. Dann nehmen wir mal... Braun, nehmt das hier einfach mal. Braun, die hier vielleicht. Ja, das ist ein schönes Braun. Passt ganz gut zu ihr, die braunen Haare, gell? Was noch? Schwarz? Dann schwarz. So. Ja, das steht hier ganz gut. Sieht doch ganz gut aus, oder? Ja. Ja. Dann die Hautfarben. Wollen wir da vielleicht auch so ein bisschen Mischmasch nehmen und von jedem etwas, so ein heller Hauttyp, ne, würde ich mal sagen, die Blondine, weil die ist ja meistens etwas empfindlicher von der Haut her. Ja, ich auch. Ich nicht. Echt? Nee. Ich krieg sofort Sonnenbrand. Also wir sind beide blond, aber Susanne ist ein empfindlicher Hauttyp und ich nicht. Gut, dass wir das mal geklärt haben. So, dann mache ich dir hier so ein Mittel, so ein... Oder ein bisschen zu braun. Sieht aus, als hättest du lange auf der Sonnenbank gelegen. Ein bisschen heller hier. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht noch eine mit einer dunkleren Hautfarbe machen. Oh, das ist wunderbar. Sieht schön aus mit den schwarzen Haaren, ne? Okay, dann hier die Bikinis. Fangen wir mal hier links an, oder? Mhm. Ich möchte einen roten haben. Oh, guck mal, wir haben die Gesichter noch gar nicht fertig gemacht. Ach so, stimmt. Dann müssen wir Lippen und... Dann nehmen wir einfach rosa für alle. Hier so eins vielleicht. Ne? Ja, das geht doch. Rosa.
Natürlich gehen Mädels nur geschminkt an den Strand. Natürlich, jeder, wer geht denn schon ungeschminkt an den Strand? Also. Ich meine, man geht ja da auch nicht ins Wasser oder so. Ne? Man legt es ja nur in Sand, ja, in Sand und sonstig. Da schwitzt man auch gar nicht. Aber die gehen halt geschminkt, sind halt Tussis. So, dann nehmen wir mal hier grüne Augen, vielleicht für die hier. Oder die. Da kommen dann die Augen sehr schön hervor. Guck mal. Wie eine Katze. Ich mag das Grün. Dann nochmal vielleicht auch braun irgendwie. Dann vielleicht nochmal das hier für sie. Weil sie ist ja eher so der südländische Typ, ne? Ja. Haben ja auch meistens braune Augen. Und nochmal blau dann für die Blondine. Eine so eine typische Blondine mit blauen Augen. Ja. Außerdem, damit wir Abwechslung haben. Ja. Außer wir beide. Du hast so grün. Ja, bist aber auch nicht blau. Nee. Ich habe auch braun. Also. Ja. Okay, dann machen wir uns an die Bikinis. Ich möchte einen roten haben. Einen roten? Mhm. Welcher denn? Ich glaube der von der Brünetten. Der? Achso, nee, Brünette. Das ist Brünette. Die andere Brünette. Ich glaube, rot ist das hier, oder? Ja. Okay. Dann müssen wir auch noch eine andere Farbe dazu nehmen. Ja, vielleicht gelb oder... Gelb? Ja, ich glaube, gelb wäre ein netter Kontrast dazu. Was hältst du von andersrum? Du meinst den Bikini gelb und den rot? Das wäre auch... Probieren wir mal aus. Rum. So, dann rot für die... Ups, für die Blümchen. Ja, das finde ich schön. Das ist auch... Ja. Und dann können wir das in der Mitte auch noch gelb machen, weil Blumen sind ja in der Mitte immer gelb eigentlich, hauptsächlich. Ja. Die künstlerische Freiheit. Jetzt habe ich mich verklickt. Oh, zweimal verklickt, dann muss ich wieder rot nehmen. Ja, der Punkt in der Mitte ist auch fies zu klicken. Ja, so. So. Gut, dann würde ich für Sie so ein richtig schönes, kräftiges Lila oder Blau sagen. Hm. Oder Grün, was zu Ihren Augen passt. Das stimmt. Grün würde zu Ihren Augen passen. Probieren wir mal aus. Wir so ein richtig... Ein grelles Grün nehmen. Okay, das ist ein bisschen vielleicht zu viel für die. Also ich bin trotzdem eher, ich finde, weiß nicht, ich finde blau oder lila. Lila fände ich, glaube ich, auch ganz cool. Ja, lila finde ich schön. Lina ist da. Müssen wir das hier unten, glaube ich, auch noch anmalen. Das ist ihre Hose oder Rock oder irgendwas, ne? Rock so, wahrscheinlich. So eine Art Boxer geht das auch. Ich glaube Rock, weil die haben alle Röcke angucken. Ach, stimmt. Ja, und die Kette, schwarz? Oder silbern. Naja. Dann machen wir mal Silber. Das. Ja, also grau. Kette ist eine Herausforderung. Oh, da fehlt noch eins. Muss man nämlich jede Perle einzeln anklicken. So, dann sind wir jetzt noch bei der Blondine. Was passt denn da zu blonden Haaren? Orange. Grün. Bei ihr können wir mal grün vielleicht probieren, oder? Ja, aber nicht das Gras. Das hier dann? Ja, genau, das Gras. Sieht doch ganz schick aus. Was machen wir mit der Pflanze? Mit der Verzierung. Mit der Pflanze. Die Pflanze, die sie immer mit sich rumträgt. Die Blume, meinst du? Ja. Ich weiß nicht, was gibt es denn? Blau, aber grün und blau sieht doof aus. Ja, das passt nicht. Man müsste wieder so ein Gelb. Türkis? Nee. Oder rosa. Rosa oder pink vielleicht. Das sieht doch nicht schlecht aus. Ja. Ja, ne? Wollen wir das nehmen? Nehmen wir das. Okay. Jetzt fehlt noch der Volleyball. Den werden wir aber wahrscheinlich weiß lassen. Oder? Ja, oder so ganz Sandton. Ganz hell, ganz der hell. Hier vielleicht. Ja, zum Beispiel. Er wird benutzt. Ja. Oh, guck mal, benutzt dann auch. Ja. Used look. ja. Achso, guck mal, wir haben hier noch die Armbänder vergessen. Die müssen jetzt aber golden, also die werden auch wieder ein gelbes. Was soll ich mal hier vielleicht so ein dunkleres nehmen, dass es nicht ganz so billig aussieht? Ja. Passend zu ihren Haaren. Stimmt, das ist genau dieselbe Farbe. Ja, und noch das Handtuch. Das Handtuch. Das machen wir jetzt aber mal blau, oder? Ja, blau haben wir noch gar nicht. Soll ja schön bunt werden. So. Oh. Und jetzt noch die Handtasche hier. Ich weiß da nicht, warum die Handtasche da steht, aber... Naja, ist eine Strandtasche. Da hat man halt so ein bisschen Zeug drin. So Ball, die Sonnencreme, ja, also etwas zu trinken. Schminkzeug, ne? Ja, genau. Kontaktlinsenbehälter. Alles Mögliche, was Frau so braucht. Okay, welche Farbe? Rosa? Ja, hatten wir noch nicht so richtig. So, vielleicht irgendwie rosa. Genau, und jetzt ist und das in der Mitte in einen anderen Ton. Türkis? Ja, oder ein helleres Passend rosa. Passend zum Meer. Ach, jetzt bei nee, das ist zu viel. Oder grau? Grau sieht auch gar nicht so schlecht aus. Mhm. Sehr dezent. Wollen wir grau nehmen? Nehmen wir grau. Okay, gut. Dann haben wir jetzt noch irgendwas vergessen. Die Wolken bleiben weiß. Ja, auf jeden Fall.
weil es ist ja auch ein schöner Sommertag, ne? Ja, und dann sind wir fertig mit unserem Kunstwerk. Und dann könnten wir das jetzt theoretisch hier unten ausdrucken, was wir aber jetzt nicht machen werden. Und ja, wie findest du das Spiel so? Sehr entspannt, das auszumalen. Ja, gell, macht Spaß. Ja. Ist auch vor allem was anderes, als wenn man irgendwie auf dem Blatt Papier oder so ausmalt, finde ich. Ja, es ist sehr frustrierend, auf dem Papier auszumalen, dagegen ist das. Und man hat auch so viele Farben zur Auswahl. Oh ja, und alles. Sehr viele. Das ist richtig cool. Und richtig viele Hauttöne, was ja immer schwierig ist. Ja. Besonders ja, wenn man ja. selber zeichnet, also ja, auf dem stimmt. Papier. Da braucht man dann schon einen besonderen Stift dafür. Ja, oder so. Aber hier braucht ihr das ja nicht, weil wir eine große Farbpalette haben. Genau. Also, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, vielleicht auch das andere Motiv auszumalen, dann findet ihr den Link zum Spiel unter diesem Video. Und ja, es gibt auch noch einen Game of the Day Artikel in unserem Blog, den ihr euch natürlich auch gerne durchlesen könnt. Da findet ihr den Link ebenfalls unter dem Video. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns ja dann beim nächsten Let's Play wieder. Genau.